wach und habe gerade ganz entspannten Kaffee getrunken, mir noch eine Doku reingezogen. Wir haben jetzt 8 Uhr und damit wird mein Tag jetzt starten. Tut er eigentlich damit, dass ich mal alles vorbereitet habe für das Frühstück von Maren. Die Katzen bekommen auch gleich Frühstück. Endlich sind die Verlosungsgeschenke alle weg. Und ja, ich habe auch schon an dem heutigen Video geschnitten. Heute ist der Tag, an dem das Video mit Wir sagen es unseren Freunden online geht. Da habe ich schon mal den Rohschnitt übernommen für Maren. Sie wird da gleich nochmal komplett drüber gehen und so den letzten Feinschliff dafür machen. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal ganz kurz zur Bank fahren. Die Frage ist halt, ich habe jetzt eine gute Woche das Auto nicht sauber gemacht und es sieht echt bös dreckig aus. Aber es hat auch geregnet heute Morgen, weil ich jetzt in die Waschanlage fahre und den Schmutz runtermache oder ob ich das irgendwann später mache. Ich weiß nicht. Übrigens werde ich gleich noch aus der Garage einen Umzugskarton holen und dann kommt der hier weg. Eigentlich kann man Weihnachtsdeko ja, glaube ich, bis zum 2. Februar draußen lassen. Bis zum 2. Februar und dann sollte sie auf jeden Fall weg sein. Und eigentlich finde ich den Baum auch ganz gemütlich, aber dadurch, dass wir wieder auch gewisse Reisen haben und wahrscheinlich es dann gar nicht erst bis zum 2. Februar schaffen, werden wir ihn heute schon einpacken wir. Finde ich irgendwie. Übrigens ist der schönste Weihnachtsbaum, den wir bisher hatten. Und ich bin so dankbar dafür, dass es nicht nadelt. Ich bin gerade noch ganz kurz was einkaufen. Und zwar Katzenfutter und einmal noch gewisse Bartreiniger und Mama meinte noch so WC-Ente holen. Ja. Und dann werde ich mich eigentlich auch schon auf den Weg zurück machen nach Hause und noch kurz beim Bäcker anhalten. Morgen auch von mir, ihr Lieben. So, ich habe mich jetzt mal fertig gemacht. Ihr habt mich lange nicht mehr geschminkt gesehen. Ich habe jetzt einen Arzttermin und da fahre ich jetzt erstmal hin. Habe gerade noch gut was gemampft und ich merke auch schon, die Hosen werden immer enger. Aber das liegt echt daran, weil ich gerade im Moment sehr, sehr viel esse. Ja, es hat die ganze Zeit draußen geregnet. Mega schade, aber jetzt hat es Gott sei Dank aufgehört. Heißt, ich fahre jetzt erstmal zum Arzt und dann schneide ich gleich noch Daily und ich will auf jeden Fall heute die Weihnachtsdeko entfernen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie es bei euch aussieht. Habt ihr die Weihnachtsdeko noch stehen oder nicht? Und ja, ich schwinge mich jetzt erstmal ins Auto. Ich fange jetzt mal an und mache die Weihnachtsdeko weg. Wir haben jetzt noch einen Karton mit nach oben geholt. Und wo stelle ich euch denn am besten hin? Ich glaube, ich mache es mal hier hin. So. Los geht's. I leave the TV on, I'm done with your sad eyes. I can take another night with you on like this. So let's go, I'm sure you can take it. You've been crying over him for a lifetime. So if you don't mind, we will dance till it's way past sleep. Willkommen vom Grundstück. Yay! Ja, was hat sich getan? Kein Haus. Nee, noch nicht. So, was sich aber getan hat, deswegen bin ich vorbeigefahren. Kanal. Kanal ist da. Und was sich noch getan hat, ist einmal hier. Hallo, guten Tag. Hallo, Versorgungsleitungen. Und irgendjemand hat eine Milch reingeschmissen. Idiot. Ja, Versorgungsleitungen zu meinem Internet und Co. Das wurde jetzt quasi hier auch veranlasst. Wie geht es weiter? Weiter ganz einfach. Die Bürgschaft müsste jetzt die Tage kommen. Und dann kommt die Bodenplatte, Leute. Ich bin so mega aufgeregt. Ich freue mich so sehr. Der Boden ist ja jetzt hier schon eine Weile verdichtet. Und die Bodenplatte kommt und dann geht das auch ruckzuck. Ja, ansonsten. Was natürlich sehr lustig wird, und das sieht man jetzt gerade schon an meiner Karre, ist, dass diese Straße noch ein bisschen länger bleiben wird. Denn erst wenn wirklich, ich würde mal sagen, 95% der Baumaßnahmen hier in diesem Neubaugebiet fertig sind, dann wird auch eine Straße gemacht. Kann ich auf der einen Seite natürlich auch voll und ganz verstehen. Geile Sache. So. Dann fahre ich jetzt wieder. Leute,
Ich sitze auf der Couch und habe gerade den, nee, nicht den Vlog, sondern das Video geschnitten, und zwar die Reaktion unserer Freunde zur Schwangerschaft. Und dann hat es tatsächlich gerade an der Tür geklingelt und ich habe einfach wirklich einen so tollen Mann. Was ist? Aus dem Nichts steht da der Pizzalieferant. Ist das nicht geil, Mann? Mit einer veganen Pizza, Junge, ey. Das ist richtig geil. Naja, nicht ganz vegan, weil das eine Cheesy Crust, aber eigentlich ist das eine vegane Pizza von Domino's. Und Tobi hat dann auch Käserand bestellt. Und ich habe sogar noch so einen Süßigkeiten-Teil hier, so einen Kuchen. Und oh Gott, the life is wonderful as a pregnant woman. Was ein Englisch. Ja, nein, das Leben ist echt einfach nur großartig gerade. Ja, auf jeden Fall, genau. Ich habe gerade den Vlog bearbeitet und nicht den Vlog, das Video bearbeitet und werde jetzt nochmal gucken, ob alles passt und also ob ich keinen blöden Übergang irgendwie habe und ob alles mit der Musik und der Lautstärke passt. Währenddessen mampfe ich die Pizza und dann machen Mami und Baby es sich bequem. Und da freue ich mich jetzt mega drauf. Aber bevor ich jetzt das Video gucke und esse, wollte ich eine Frage beantworten, die derzeit die meistgestellteste Frage überhaupt ist, die ich auf Instagram oder so generell YouTube und auf den ganzen Plattformen lese. Alle fragen, wann das Baby kommen soll, weil ihr wisst ja, in welcher Woche ich bin, und ich habe ja auch eine App, die ist auch mega cool, und zwar ist das die Schwangerschafts-App, also die heißt auch echt Schwangerschafts, also Schwangerschaft Plus heißt die, und ja, die App sieht so aus, das ist die da in der Mitte, genau, also die mit dem Baby drauf, und da kann man dann sehen, wie groß ist gerade das Baby. Das wird dann so ein bisschen verglichen. Unser Baby ist gerade so groß wie eine Dattel, total süß. Und da kann man dann alles Mögliche. Man hat so täglich einfach auch so Tipps und sowas. Da steht dann zum Beispiel Zahnfleischbluten. Eine Schwangerschaft hat Auswirkungen auf jeden Bereich ihres Körpers, von Kopf bis Fuß, bla bla bla. Da sind dann solche Tipps oder auch für den Partner so ein paar Sachen oder so wöchentlich. Und man kann Babynamen speichern, Zeitleiste, was so ansteht. Naja, auf jeden Fall. Und dann ganz am Anfang sieht man dann auch so. Und unser kleines Würmchen sieht gerade so aus. Total süß. Und hört mal. Ja, so richtig süß, und dann kann man auch hier auf dieses Maßband gehen, dann sieht man, wie groß es wirklich ist. Also einfach voll genial, diese App. Schwangerschaft Plus heißt die. Wirklich richtig gut. Und ja, vielleicht habt ihr es jetzt schon gesehen. Unser Baby wird ein Löwe. Unser Baby ist für August ausgerechnet. Auf der App steht der 12. August, aber meine Frauenärztin sagt, es ist der 16. August. Das heißt, es wird ein Sommer Löwenbaby, und ich freue mich schon mega, weil, also, Löwe finde ich einfach, ist ein ganz, ganz tolles Sternzeichen, auch weil ja der Tobi Löwe ist. Und ja, dann habe ich hier zwei Löwen zu Hause. Freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, also, damit ihr das jetzt mal wisst, es ist für den 16. August ausgerechnet, also ET ist 16.08.2020. Ich bin sehr gespannt. Wir lassen uns überraschen, und jetzt mampfen wir erstmal. Nach Hause gekommen. Ja, Katzenparty läuft. Oh, wo ist Finn denn? Maren spielt irgendwas. Was spielst du? Irgendwie so ein. Warte, ich bin gerade voll im Game. Ich muss hier vier Bälle gerade handeln. Naja, Ja, das ist das super. machen Schwangere abends. Okay, Ivy pennt schon. Ich habe mich gerade Nein. geduscht. Und jetzt geht's ab ins Bett, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Macht's gut und bis morgen. Bis dann auch. Tschüss. Tschüss. Einen guten Morgen, Leute. So, ich habe mich gerade angezogen. Und zwar bin ich fertig zum Laufen. Ich habe meine Laufsachen angezogen. Ich werde jetzt eine Runde joggen gehen, weil langsam muss die Kondition und das alles auch auf Vordermann gebracht werden für meinen Renneinsatz dieses Jahr. Ich werde jetzt erstmal joggen gehen, und dann sehen wir uns in einer halben Stunde. So, ich bin zurück vom Joggen. Hey! Und Maha ist auch wach. Guten Morgen! Achtung, ich bin ein bisschen nass. Ein bisschen sehr nass. Ich bin so müde.
Ich fühle mich gut. Ich gehe jetzt erstmal duschen. Ich hatte das Gefühl, du hast meine ganze Energie genommen. Mir hat Finnland echt gut getan, einfach. Ja, ey, du veränderst dich gerade um 180 Grad ins Positive und ich bin voll die Tröte geworden, ey. Ja, ich muss ja ein fitter, sportlicher Vater werden. So. Ich gehe jetzt duschen und dann mache ich mal hier die Spüle. Katzen bekommen noch was zu essen. Ja, mein Gott, Finn, ist das Leben schlimm. Und so sieht jetzt mein Frühstück aus. Putenbrust mit Avocado und diesem Avocado-Topping, was Maren geschenkt bekommen hat. Und einen frischen O-Saft dazu. Ja, und damit bin ich fertig geduscht, fertig für den Tag. Und ja, kann eigentlich quasi direkt gleich ins Büro fahren. Und ich bin voller Tatendrang, hab richtig Bock, was zu machen. So, da steht ein Bus. Ja, und dann fahre ich gleich los und warte jetzt noch auf Maren, bis das ja aber erst zurückkommt vom Arzt. Mittlerweile haben wir 14 Uhr und ich bin immer noch dabei, unseren Server für zu Hause einzurichten. Das braucht alles ein bisschen länger. Das sind enorme Dateien, die wir hier jetzt auf diesem Ding speichern, womit wir aber dann weltweit auf diese Dateien auch wieder zugreifen können. Dieser Punkt, diese Überlegung kam mir gestern, weil also es nervt schon, wenn du dann verschiedene Sachen brauchst für vielleicht ein Video oder sowas und du sagst dann, okay, hey, komme ich nicht dran, habe ich zu Hause oder habe ich auf irgendeiner Speicherkarte oder so. Jetzt bin ich seit fast 4 Stunden dran, alle Dateien rüber zu schicken an diesen Server und zu machen und zu tun. Und ja. Auf jeden Fall soweit. Es gibt aber auch Neuigkeiten. Wir, also Maren und ich, wir haben einen Anruf bekommen. Und zwar von der Bank. Und die Bank hat uns gesagt, dass wir am Montag um 12 Uhr unsere Bürgschaft abholen können, die wir dann der Firma Okal einreichen werden. Und alles wartet nur auf diese Bürgschaft. Und wir können sie endlich abgeben. Und dann geht es los. Ich habe es euch gesagt, dass es nächste Woche losgeht. Ich hatte es im Gefühl. Und so ist es auch. Es geht jetzt endlich los. Also ich war gestern beim Grundstück, habe nochmal alles kontrolliert. Alles passt soweit. Das heißt, nächste Woche wird gebaut. Endlich, Leute. Und es freut mich übertrieben. Es freut Maren übertrieben. Wir haben uns gestern so gefreut am Telefon. Ich habe das in dieser ganzen Hektik total vergessen zu erzählen. Und ja, jetzt heißt es, die eigenen 4 Wände bauen. Wir haben hier schon... Guck mal, wie ich das am besten zeigen kann. Ich zeig's mal so. Ich zeig's mal blanko. Das sind alles Handwerksunternehmen, mit denen wir noch sprechen werden für den Innenausbau, den wir ja selber machen werden. Und ja, da wird es jetzt auch losgehen. Dann können wir denen auch die Termine sagen, sobald ich weiß, wann die Bodenplatte fertig ist. Quasi wird die Bodenplatte jetzt gemacht. Oh, da klingelt das Handy. Dann bin ich gleich da. So, here I am. Also, ja. Eigentlich hatte ich auch schon fast alles erzählt. Jetzt ist es so, wie es ist. Wir freuen uns mega. Es geht jetzt los. Ja. Was? Als Pizzafahrer. Der ist so schnell, der ist Lichtgeschwindigkeit. Steht der vor unserer Tür und sagt, die so krass machen und tun, wir sind mal zu früh. Also im Leben nicht, das ist die Pizza. Die so, im Leben nicht. Was geht ab? Hört doch gerade richtig so. Das ist French. Ich habe gerade nicht gerafft, was mit meinem Namen war. Ein Taxifahrer war deswegen. Pizza-Taxifahrer. Ich war gerade echt voll auf dem. Ich stand da, also wir haben die ganze Zeit Call of Duty gespielt. Was geht ab, Leute? Das müssen wir jetzt gleich mal spielen. Okay. Was? Call of Duty. Yo, yo, in the hood bei Nina und Dean. Dankeschön. Dean, wirklich. Oh, gut, das war's für uns. Ich finde das voll schön, dass du mir mein Baby verkauft hast. Der bester Kommentar EU-West, ich schwöre, war unter unserem Video. Wir sagen es unseren Freunden. Ein Kommentar. Ich weiß noch, als wäre es gestern, als Dean mir mein Baby verkauft hat. Ja, und ich denke mir so, Junge. Was? So ehrlich? Oder ja. Denn, guck mal, habe ich extra Bahn. Boah, die sieht voll gut aus. Schatz, mach hin, ich muss auf. Väter haben auch ein Anrecht, auf Klo zu gehen. Hallo, wie war Ihr Erlebnis auf dem Klo? Ja. Super. So, es gibt Essen. Nina hat dönerisch gekocht. Dönerisch. Dönerisch. Dönerisch gerade weg, wie immer. Geil.
Geiler Scheiß hier. So, Dschungelcamp vorbei. Männer sind eingeschlafen. Mach jetzt hier gar nicht lang weiter. Tobi will weiter schlafen. Aber Dschungelcamp läuft. Mein Weihnachtsbaum. Der bröselt. Der bleibt bis nächstes Jahr. Den verlosen wir. Den verlosen wir, Leute. In diesem Video könnt ihr unseren Weihnachtsbaum gewinnen. Okay. Kommentiert einfach Weihnachtsbaum darunter. Okay, nein, kommentiert nicht. Und ihr könnt ihn einfach abholen. Super. Mit und auch ohne Nadeln. Tschüss.